Alle 40 Sekunden, eine Streichholzlänge, nimmt sich irgendwo auf diesem Planet ein Mensch das Leben. Das sind im Jahr über 1 Million Menschen, die fast 10 Millionen schwerst traumatisierte Partner, Eltern, Kinder oder Freunde zurücklassen. Deshalb sterben in Deutschland pro Jahr über 10.000 Menschen. Einer davon war ich. Ich bin Täter, Opfer und Hinterbliebener gleichermaßen. An Ostern 2016 nahm sich mein Partner das Leben. Und meine eigenen Depressionen führten auch mich hin zum letzten Symptom einer bösartigen Krankheit, dem Suizid. So traf mein Gehirn an jenem 28. Dezember gegen meinen Willen eine Entscheidung. Wie eine Marionette steuerte mich das destruktive Dunkel, bis ich 200 für Sterben geeignete Tabletten und genügend Alkohol zu mir genommen hatte. Ich hatte Glück und wurde in letzter Sekunde reanimiert. Ich versuchte mir das Leben zu nehmen. Ich bin ein Täter. Mein Freund ist tot. Ich bin ein Hinterbliebener. Uns plagten beide eine widerwärtige Krankheit. Deshalb sind wir eigentlich ausschließlich nur Opfer. Aber ich bin auch Ihr Berufskollege. 20 Jahre habe ich unter anderem für das Fernsehen als Journalist gearbeitet. Was ich nicht bin, ist ein Mörder. Ein Selbstmörder. Ich habe mich nicht aus bloßer Mordlust zur Befriedigung meines eigenen Geschlechtstriebes, aus Habgier oder einem anderen niederen Beweggrund heimtückisch und grausam umgebracht. Lediglich mein erkranktes Gehirn hat versucht, mich selbst zu töten. Heute bin ich froh, dass die Selbsttötung, also der Suizid, wie ich es viel lieber nenne und höre, nicht geklappt hat. Zwischenzeitlich konnte ich die Krankheit, die mein früheres Leben zerstört hat, besiegen. Ich habe Trees of Memory ins Leben gerufen. Mit Trees of Memory laufe ich seit März 2018 um die Welt und ich pflanze Bäume der Erinnerung für Suizidopfer, ihre Hinterbliebenen und als Mutmacher für Betroffene mit Depressionen und suizidalen Gedanken. Ich pflanze diese Bäume auch für all diejenigen, die jeden Tag kämpfen müssen. Für Menschen, die psychisch so fragil sind, dass sie jede Hilfe benötigen. Für Betroffene, denen ich zurufen möchte, ich war genau da, wo du auch warst. Die Krankheit hat mich auch fast umgebracht. Ich habe es geschafft. Kämpfe jeden Tag. Es lohnt sich. Und vielleicht kann ich dich dabei unterstützen, mit dem, was ich jetzt tue. Als Journalist weiß ich natürlich, in welchem Dilemma wir stecken. Wir brauchen eine Schlagzeile und gleichzeitig sollen wir ordentlich berichten. Mann springt vor den Augen einer Schulklasse in den Tod. Reicht vielleicht auch mehr Menschen, als Mann läuft um die Welt und besiegt mit Bäumen den Suizid. Zwischenzeitlich sehen wir es oft in der Berichterstattung nach einem Promi-Suizid. Eigentlich berichten wir nicht über Suizide und so weiter. Und trotzdem sind die Medien voller Einzelheiten, wenn es um eine bekannte Persönlichkeit geht. Irgendwie ein wenig paradox, oder? Auf der einen Seite möchte man dem Thema Suizid keinen Raum geben. Wir kehren es quasi unter den Teppich und halten damit das Tabu am Leben. Wir möchten nämlich niemanden animieren. Doch wer sollte mir oder dem gemeinen Lieschen Müller schon in den Tod folgen wollen? Frage ich mich ernsthaft. Auf der anderen Seite werden manchmal exakte Handlungsanleitungen durch die Medien verbreitet, obwohl sich auch die prominente Person für einen leisen und stillen Tod in den eigenen vier Wänden entschieden hat. Was macht das mit den vielen tausend Fans, deren Gefolgschaft mitunter bis in den Tod reicht und all denjenigen, die nicht reich sind, die keine Millionen Follower haben, die nicht toll aussehen und die sich nicht irgendwelche speziellen medizinischen Behandlungen leisten können? Wenn es der schon nicht geschafft hat, welche Chance habe ich, arme Sau, denn dann noch, mag sich mancher unter ähnlichen Bedingungen fragen. Natürlich muss man darüber berichten, wenn sich am helllichten Tag ein Mensch auf der Frankfurter Zeil vor den Augen vieler hunderter Menschen in den Tod stürzt. Doch der Artikel wird nicht stärker dadurch, dass man davon berichtet, in welchem Gebäude man durch welche Tür aufs Dach kommt, so dass der Nächste nicht lange suchen muss. 13. Stock, 4. Tür links, die ist immer offen und an der Stelle kein Geländer, das dich zurückhält. Viel Glück. Natürlich ist Ihnen und mir schon klar, dass man sich auch mit einem Holzkohlegrill das Leben nehmen kann.
Davon habe ich jetzt so oft gelesen, dass ich es wirklich weiß. Bewusst war mir das früher nicht. Aber fragen Sie mal Ihre 13-jährigen Kinder, ob man mit einem Grill mehr als nur heizen und Würstchen grillen kann. Jede noch so alte und verbrauchte Information ist eines Tages auch eine neue Information. Nicht für Sie, aber für den Leser. Glauben Sie mir jetzt nicht? Dann sagen Sie mir bitte, was ein Exit-Bag ist. Oder erklären Sie mir, wie Sie sich mit normalem Mineralwasser das Leben nehmen können. Ist es wirklich notwendig, dass jedermann weiß, welche Brücken im Umkreis von 100 Kilometern nicht gesichert sind? Kann es sein, dass es handfeste Zahlen gibt, weshalb die Deutsche Bahn keinerlei Erklärungen mehr zu diesem Thema rausgibt? Mit Trees of Memory laufe ich nicht gegen den Suizid um die Welt. Ich laufe für das Leben und die vielfältigen Möglichkeiten und ich begegne jeden Tag Menschen, die mich oft schon lange erwarten. Menschen, die kurz davor standen, aufzugeben. Menschen, die weitermachen wollen. Menschen, denen ich Mut machen konnte. Menschen, die sich wünschten, schon eher von meiner Aktion gehört zu haben. Ich möchte Sie dazu einladen, wieder würdevoll über Suizide zu berichten. Mit einem entscheidenden Unterschied zu früher. Schreiben oder senden Sie im gleichen Atemzug, im nächsten Absatz, mit der doppelten Wortanzahl von Menschen, die den Kampf gewonnen haben. Es gibt viele von uns. Erzählen Sie vom Leben und machen den Mut, die mit den Suizid-Todesnachrichten über die Schönen und Reichen, die alles hatten, wovon ein Normalo nur träumen kann, ansonsten den restlichen Mut verlieren. Erzählen Sie von uns, erzählen Sie von der Hoffnung und den erfolgreichen Möglichkeiten. Erzählen Sie vom Leben und nehmen Sie den Tod nur dann wichtig, wenn er anderen hilft, leben zu können. Wir Journalisten haben Verantwortung. Wir können etwas erreichen. Wir können auch Leben retten. Lassen Sie uns gemeinsam die richtigen Worte dafür finden. Fragen Sie den lebenden Papageno und wenden Sie sich nicht an den toten Wärter. Es gibt jedes Jahr 10.000 neue Gründe, die dafür sprechen. Ich danke Ihnen.